Herzlich willkommen zum MBCAD Video Tutorial. Mein Name ist Katrin Bohn. In diesem Video sehen Sie, wie Sie konfigurierbare Schweißkonstruktionsprofile von Strukturbauteilen mit SOLIDWORKS 2014 erstellen können. Ich habe meinen Vorlagenordner Schweißkonstruktionsprofile doppelt geöffnet, um Ihnen den Vorteil zu verdeutlichen. Statt viele einzelne Bibliotheks-Feature-Dateien für ein Profil zu erstellen, wie es bisher der Fall war, schauen wir uns zum Beispiel die DIN an. Hier haben wir viele Profile als Unterordner und in diesen Ordner liegen die einzelnen Größen als Bibliotheks-Feature-Dateien. Können wir nun in der 2014 konfigurierte Größen ablegen? Schauen wir uns den Ordner DIN Configurations an. Hier liegen jetzt nun keine Unterordner, sondern eben die Profile, eine Bibliotheks-Feature-Datei mit verschiedenen Konfigurationen dahinter. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Profil mal in SOLIDWORKS anschauen, ich öffne dieses jetzt nun aus diesem Vorlagenordner heraus. Ich gehe zu meinen Schweißkonstruktionsprofilen, zu den DIN-Configurations. Da liegt dieses C-Profil, ich öffne dieses und wir sehen jetzt hier, im Konfigurationsmanager ist eine Tabelle hinterlegt und mit vielen Konfigurationen. Wenn wir in den Ordner DIN gehen, müssen wir in den Ordner C-Channel extra reingehen und sehen hier die einzelnen Größen als eigene Dateien abgelegt. Wenn wir hier in den Konfigurationsmanager reinschauen, sehen wir hier keine Tabelle liegen. Das ist der Vorteil. Gut, wie erstellen wir uns also eins? Das möchte ich Ihnen zeigen. Ich habe schon mal ein Z-Profil vorbereitet. Wir schauen uns kurz die Skizze an. Ich habe Maße hinzugefügt, Beziehungen und Werte verknüpft miteinander. Jetzt möchte ich nun Konfigurationen hinzufügen, die über Tabelle gesteuert werden. Ich gehe zum Konfigurationsmanager und füge eine Tabelle ein. Lass diese automatisch erstellen und nehme die Maße mit in die Tabelle auf und kann jetzt meine Tabelle noch ausfüllen. Und lasse die Tabelle erstellen. Und wir sehen jetzt meine Konfigurationen, die angelegt wurden. Ich wechsle wieder zum Feature Manager und möchte jetzt nun mein Z-Profil in die Strukturbauteilbibliothek ablegen. Ich markiere die Skizze und gebe Speichern unter. Stelle zuerst den Dateityp auf Library Feature Part ein, suche meinen Vorlagenordner für die Schweißkonstruktionsprofile und hier meinen Ordner, in den ich es abspeichern möchte. Ich kann mich hier einen neu erstellen oder ich wähle schon einen vorhandenen aus, zum Beispiel MBCAD konfiguriert, in diesen Ordner. Hier sehen wir, ich habe schon mal eins erstellt, dann benenne ich es um, dass es eindeutig benannt ist und speichere es ab. Gut. Jetzt können wir es ausprobieren. Die geöffnete Datei bräuchte ich jetzt nicht mehr. Ich erstelle mir schnell ein neues Teil und auf die Ebene füge ich eine Skizze ein. Ich skizziere einfach nur eine Linie, vermaß die. Und möchte jetzt mein Strukturbauteil anwenden. Ich suche mir jetzt aus der Norm meinen Ordner im MBCAD und hier sehe ich meine zwei Profile, die ich erstellt habe, meine Größen, die ich aussuchen kann und kann es nun anwenden. Okay, ich hoffe, dass ich Ihnen auch in diesem Videotutorial wieder hilfreiche Funktionen zeigen konnte und freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Weitere Videos finden Sie unter www.facebook.com/mbcat.